So, grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute in Walchsee, am Parkplatz gegenüber vom Sportplatz. Da ist früher von uns alles losgegangen, wie ich noch ein Bub war, sind wir da immer auf die Almen aufgegangen. Auf die hintere Abendpoint, weißt du genau genommen, ist kurz vor der Grenze, wo es zur Brenner Hütten aufgeht. Ich gehe heute anders auf, ich glaube Brennkopf heißt er. Da kommt man unten an einem Wasserfall auf. Es ist ein kühler Weg, heute soll es heiß werden. Und man kommt dann auf der Höhe vom Wandberg oder Wandberghütten ungefähr raus, geht dann lang zum Rücken hinter, noch eine Erhöhung drüber und dann geht es für mich rechts runter zur Alm. Und dann zeige ich einmal, wie das damals passiert ist mit meinem Onkel. Und über die Baumgarten immer werde ich wieder runtergehen. Los geht's! Wieder ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns heute erwartet. Wir gingen unten links Richtung Brennkopf. Weiter durch den Ortsteil, bis die Teerstraße endet, durch ein Eisentor und am Bach entlang. Teilweise über Stufen geht's den Steig rauf, immer Richtung Brennkopf. Bis wir zum Wasserfall kommen. Nach einem Stück Jägersteig gehen wir rechts auf der Straße weiter. Bis zu der Stelle, wo wir ein längeres Stück Straße vermeiden können. Das nächste Straßenstück endet aber auch schon bald und ich halte mich links. Weiter auf dem Steig, bis fast 500 Meter bald senkrecht aufgeht. Nach dem Stückel Wiesen gehe ich wieder der Beschilderung nach Richtung Brennkopf. Mit einem Blick zum Hochköpfe und im Hintergrund am Geigelstor kommen wir unter anderem an der Hupfenalm vorbei. Zu der Aussicht auf dem Walchsee, auf dem Zahmen und auf dem Wuldenkaiser. Der Brennkopf, von dem aus man schon die Burgerhütten und die Wandberghütten sieht. Weiter über die blühenden Almwiesen habe ich gerade entschieden, dass ich noch zum Wandbergkreuzen aufgehe. Der richtige Wandberg war ja eigentlich ein bisschen weiter links, runter an der Burgalm vorbei zur Wandberghütten, wo ich auf eine Radlerhalbe einkehre. Danach geht es für mich einen emotionalen Weg weiter. Da vorne verlassen wir die Straße und gehen wir links den Wiesenhügel auf. Bis mein Lieblingshang und gleichzeitig den Unglückshang runtergeht. Kurz nach dem Dreikreuz stehe ich fast an der Stelle, wo das Unglück losgegangen ist. Ich bin wie immer frech voraus in einer Rechtskurve um den Baum rumgefahren und habe noch zurückgeschrien, bleibt stehen, es ist total eisig. Mein Onkel hat gleich zu meiner Tante raufgeschrien, sie soll links in das Lawinenfeld reinfahren. Es war gefroren, dass sie einen Halt findet. In der Zeit habe ich gerade wieder hangabwärts geschaut und überlegt, wie ich auf dem Eishang die Kurven kriegen soll. Dann habe ich im Augenwinkel meinen Onkel hinter mir runterrutschen sehen, ohne einen Schrei. Mucksmäuser als Start, ist er immer schneller geworden. Bis er einen von vier Steinen mit seiner Wucht aus dem gefrorenen Boden gerissen hat. Ich weiß bis heute nicht, wie ich runtergefahren bin. Aber bei einem Ockema habe ich sofort gewusst, dass es spät ist. Jetzt bin ich den Hang nochmal aufgestapft, dass ein Herbert, sein Bruder, mit seiner Frau und der Tochter aufhalten kann. Ja, ein echtes Drama an einem Lieblingsort. Ungefähr 150 Meter von seiner Todesstelle steht jetzt seine Gedenktafel. Jetzt gehe ich weiter an unserer Alm vorbei, zum Almkreuz. Von dem aus wir sehen, wo wir immer raufgekommen sind, mit einer Vorfreude auf uns allen. Mit einem letzten Blick auf meinen Ex-Lieblingshang gehe ich dann hinterm Almkreuz weiter auf der Straße, wo ich dann am Bach überquere. Ich hoffe, ich habe damit niemanden zu sehr geschockt,
Aber wer soll mir sowas ohne Beutel erklären? Seit der Zeit ist er mir irgendwie dabei und verdirbt mir oft die Lust am Weitergehen, kurz bevor was gefährlich wird. Wir sind gleich an die Baumgartenalmen und an der Alysis-Kapelle vom Schupferlois. Der Alois Kaltschmidt und seine Frau, unsere Almnachbarn. Das war halt schwere Kost, die auch zu meinem Leben gehört. So wie die Gefahren in die Berg. Und weil das Leben weitergeht, sage ich danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und habt trotzdem Spaß beim Nachwandern.